Ja, heute haben wir wieder eine Aktuelle Stunde, eingereicht von der SPD. Es geht ums Jubiläum der römischen Verträge, mit denen ja die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft begründet wurde, also ein Vorläufer der Europäischen Union. Und das kann man durchaus feiern, weil die Gründerväter haben damals gesagt, wir lassen den Krieg hinter uns, den Weltkrieg, und werden uns jetzt als Europa wieder zusammentun. Zu einer Wirtschaftsgemeinschaft, die freies Reisen ermöglicht, freies Handeln ermöglicht, und da stimmen wir vollkommen zu. Aber ich glaube, die Gründungsväter würden sich im Grabe herumdrehen, wenn sie sehen würden, was aus diesem Europa heute gemacht wurde. Wenn wir sehen, was in der Euro-Krise völlig verkehrt läuft, diese Einführung des Euros war an sich schon ein Kardinalfehler dieser Union. Wenn wir sehen, dass die Außengrenzen nicht geschützt werden und die Binnengrenzen ebenso nicht, dann sehen wir, dieses Europa, wie es jetzt ist, funktioniert einfach nicht. Liebe Bürger, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft war ein kluger Schritt, um die Völker nach dem verheerenden Weltkrieg wieder näher zusammenzubringen, um verlorenes Vertrauen wieder aufzubauen und gemeinsam in eine friedlichere Zukunft zu starten. Dafür können wir den Gründungsvätern der EWG durchaus danken. Denn die Idee ist ja ebenso einfach wie bestechend. Wer miteinander Handel treibt, der führt keinen Krieg gegeneinander. Und bis hierhin sind wir uns völlig einig. Aber dann, Herr Krüger, Herr Café, beginnt Ihr rosarotes Gemälde. Und wir als AfD haben die rosarote Brille eben nicht auf. Wir sehen, wie von Eurokraten und manchen tagträumenden Politikern der Ursprungsgedanke völlig überdehnt wird. Und ich meine, da würden sich die Gründer der EWG, der römischen Verträge, heute im Grabe umdrehen. Dieses Europa wird nämlich nicht von den EU-Kritikern gegen die Wand gefahren, sondern von denen, die gegen den Willen der Völker die Vereinigten Staaten von Europa erzwingen wollen. Die Alternative für Deutschland steht für diesen gefährlichen Weg nicht zur Verfügung. Wir wollen, dass die Nationen ihre Souveränität behalten, weil sich die Bürger nach wie vor als Italiener, Franzosen, Deutsche empfinden. Es gibt keine europäische Identität und niemand hat die Kraft, sie zu erzwingen. Und ich füge hinzu, vielleicht wird das in 200 Jahren anders sein, das will ich überhaupt nicht ausschließen. Aber ein Zusammenwachsen Europas kann nicht von oben verordnet werden, das muss von unten, von den Bürgern selbst kommen. Politiker sind eben nicht die Erzieher der Menschen, sie sind gewählt, um den Willen der Menschen umzusetzen. Und Sie können ja gerne einen Franzosen fragen, ob er seine Rechte nach Brüssel weiterreichen möchte. Die Antwort können Sie sich im Grunde gleich selber geben. Non, Monsieur, wird es heißen. Niemals würden Bürger dieser stolzen Nation ihre Souveränität an der europäischen Garderobe abgeben wollen. Die sogenannten Eliten der EU sollten deswegen diesen feuchten Traum ganz schnell beenden und wieder zu vernünftiger Realpolitik im Sinne der EWG-Gründer zurückkehren. Und wir sehen die Krisenzeichen an allen Enden. Sie reden hier von einer Erfolgsgeschichte und dabei knallt es an allen Enden der Europäischen Union. Nord- und Südeuropa haben sich durch die Europolitik völlig auseinanderdividiert. Die Ökonomen haben vorher gewarnt, dass eine einheitliche Währung für so unterschiedliche Länder nicht funktionieren kann. Dennoch haben die superschlauen Politiker ihre Ideologie vor die Realität gestellt und dieses Projekt vorangetrieben. Koste es, was es wolle. Koste es, was es wolle. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und das Ergebnis sehen wir jetzt. Die Griechen kommen auch nach 7 Jahren nicht wieder auf die Beine. Insbesondere Deutschland verpfändet Billionen nach Griechenland. Etwa 1,1 Billionen stehen mittlerweile im Feuer. 1,1 Billionen. Das ist die Hälfte aller Staatsschulden, die bis heute in Deutschland aufgelaufen sind. Man kann es auch anders ausdrücken. Müssen wir diese Verluste eines Tages verbuchen, dann steigen unsere Staatsschulden auf Schlag um 50%. Wir sagen danke, Frau Merkel, danke, Herr Schulz. Die sogenannte Euro-Rettung ist hoffnungslos. Sie wird nicht funktionieren. Wir verbrennen dort nur immer mehr Geld. Erklären Sie doch bitte mal den Griechen, dass sie ihre Löhne halbieren müssten innerhalb des Eurosystems, um wieder wettbewerbsfähig zu werden. Das werden die Griechen nicht mitmachen und das ist doch zu sehen. Der Euro ist gescheitert, weil er nicht funktioniert. Er schadet, schauen Sie doch mal ein bisschen voraus, er schadet den Griechen, er schadet Deutschland, er schadet Europa und wird keinen Bestand haben.
Und damit sind wir beim nächsten schwerwiegenden Fehler dieses Larifari Europas. Man hat für die Euro-Rettung all die Regeln gebrochen, die vor der Euro-Einführung beschlossen wurden. Alle erinnern sich an die Beruhigungspille der Politiker damals, die da sagten, wir werden niemals für die Schulden anderer Länder haften. Was machen wir? Wir haften jetzt ganz gewaltig für die Schulden anderer Länder. Und wenn es nach dem angeblichen Kämpfer für mehr Gerechtigkeit, dem kurzzeitigen SPD-Messias Schulz, ginge, hätten wir schon längst eine Transferunion, mit der wir dann auch noch alle sozialen Probleme anderer Länder mit dem Geld deutscher Steuerzahler zudecken dürften. Das sieht mir nicht gerade nach einer sozial gerechten Politik für unsere hart arbeitenden Menschen aus. Und es brodelt an weiteren Ecken in der Europäischen Union. Nehmen wir die unkontrollierte Massenzuwanderung. Deutschland und Osteuropa haben sich durch Merkels eigenmächtige Grenzöffnung entzweit. Die Griechen, Mazedonier, Serben, Kroaten, Slowenen, Ungarn und Österreicher können sich bei Merkel bedanken, dass sie durch ihre Willkommenskultur den großen unkontrollierten Massenzustrom erst hat anschwellen lassen. Und genau wegen dieser wahnwitzigen Politik der CDU, CSU, SPD, Bundesregierung werden jetzt die Briten die Union verlassen. Wir sind nämlich bald nicht mehr 28, sondern nur noch 27. Ich bedauere das sehr, aber ich kann es auch verstehen. Die Bürger auf der Insel haben gesagt, wir wollen unsere Kontrolle zurück. Es kann doch nicht sein, dass Frau Merkel irgendwo die Grenzen aufmacht und wir müssen mit dem Ergebnis leben. Genau das hat am Ende den Ausschlag gegeben bei dieser sehr knappen Entscheidung. Frau Präsidentin, können Sie mal ein bisschen für Ruhe sorgen? Sie können ja wenigstens mal zwischendurch mal durchatmen, das wäre doch ganz nett. Merkel ist also mit Sicherheit nicht die größte Europäerin, sie ist eher die Protagonistin einer EU außer Rand und Band. Und auch bei der Migrationsfrage werden ja wieder alle Regeln über Bord geworfen. Stichwort Dublin-III-Abkommen, nachdem wir für Migranten, die aus sicheren Drittstaaten kommen, nicht zuständig sind. Ich möchte keine EU, in der das Recht nur noch für diejenigen gilt, die falsch parken, sondern nicht für die Regierenden. Und das funktioniert so nicht. Ich sage es gerne nochmal. Herr Holm, einen Moment. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist für mich schwierig, hier eine lebhafte Debatte zuzulassen, aber auch dem Redner die Möglichkeit zu geben, seine Rede konzentriert und in einem Stück zu Ende zu bringen. Von daher bitte ich doch darum, die Zwischenrufe so zu beschränken, dass es eine lebhafte Debatte ist und der Redner trotzdem hier vorne durchgehend zu verstehen ist und seinen Gedankenfaden auch zu Ende führen kann. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir müssen auch die Frage stellen, welche demokratische Legitimation Brüssel eigentlich hat. Da fällt mir nicht viel ein. Die wichtigen Entscheidungen trifft der Europäische Rat, die Runde der Staatschefs. Und das ist völlig in Ordnung. Wir brauchen aber keine Scheinregierung wie die Kommission und auch kein EU-Parlament, bei dem es sich eigentlich nur um ein Operettenhaus handelt. Dieses sogenannte Parlament ist nämlich keines. Es hat nämlich kein Gesetzgebungsrecht und ist deshalb auch überflüssig. Nein, es ist sogar doppelt überflüssig. Es ist überflüssig in Straßburg und überflüssig in Brüssel. Meine Damen und Herren, wir brauchen keinen europäischen Superstaat. Und die Behauptung, Herr Krüger, die wir auch immer wieder hören, wir müssten größer sein, um im weltweiten Wettbewerb bestehen zu können, ist natürlich Unsinn. Es kommt darauf überhaupt nicht an. Es gibt wunderbare kleine Länder in Europa, die Schweiz und Norwegen, die nicht in der Europäischen Union sind. Das sind die reichsten Länder der Welt. Ich fasse zusammen. Die römischen Verträge haben Europa gut getan. Sie haben uns auf dem alten Kontinent wieder zusammengeschweißt. Sie haben uns enger zusammenwachsen lassen. Durch freies Reisen, wohlgemerkt mit Passkontrollen. Und niemand hat etwas gegen Passkontrollen, wenn er dafür mehr Sicherheit bekommt. Ich bin für mehr Sicherheit. Und durch den freien Handel zwischen den Völkern. Bis hierhin war das ein wirklich guter Weg.
Aber nun sind Europa-Utopisten zu weit gegangen. Euro, EU-Zentralisierung sowie der mangelnde Wille zum Schutz der Außengrenzen bei gleichzeitiger Öffnung der Binnengrenzen drohen unser Europa kaputt zu machen. Deswegen sagt die AfD, deswegen sagt die AfD, wir müssen einen Schritt zurück zur Ausgangsidee der römischen Verträge. Wir müssen zurück zur europäischen Gemeinschaft, um mit unserem Heimatkontinent wieder voranzukommen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.